Ich habe dies alles vorausgesehen. Du hast die prophetische Sicht? Bitte nicht so unwissend. Meine Bene Gesserit-Schwestern kannten meine Vergangenheit. Wussten von meiner Zeit bei den Fremen. Dann ist es wahr. Du hast das Wasser des Lebens getrunken. Du hast das Ritual überlebt. Ich habe das getan, was mir meine Schwestern aufgetragen haben. Ich hätte die Überprüfung durch die Seher des Imperators nie überlebt ohne die Kräfte des gesegneten Wassers. Aber du hast. Und Corino ist tot. Er starb durch deine Hand. Womöglich bist du die eine. Meine Rohheit entsprang dem Pflichtgefühl. Ich diente euch gut, nicht wahr? Erwartet ihr noch mehr von mir? Was wollt ihr von mir? Sprecht die Wahrheit. Du wagst es, die Stimme zu benutzen. Du wagst es, in meinen Geist einzudringen, ungebeten. Ihr seid nicht, was ihr seid, ehrwürdige Mutter. Was Schreckliches plant ihr? Dieses Gespräch ist beendet. Du wirst uns folgen, Schwester. Oder vernichtet. Wache! Ich kann nur einmal sterben. Es gibt leichte Arten und andere. Du wirst uns gehorchen. Wisset, dass der erste große Spice-Krieg auf dem Planeten Arrakis vorbei ist. Der Imperator Corino ist tot. Vergiftet von seiner Konkubine Lady Elara. Ein neuer Krieg um den goldenen Löwenthron. Ein Bürgerkrieg zwischen den Adelshäusern des Landes. Nur drei Häuser sind noch verblieben, die überhaupt die Ressourcen und die Möglichkeit haben, sich den Thron zu sichern. Die noblen Atreides, die hinterhältigen Ordos, die bösartigen Harkonnen. Alle drei haben das gleiche Ziel. Alle drei haben den gleichen Ehrgeiz. Und alle drei wissen, dass der Schlüssel zum Sieg eine riesige, dürre, wasserlose Welt ist. Arrakis. Dune. Der Wüstenplanet. Arrakis. Die Heimat der wertvollsten Substanz des bekannten Universums. Der Gewürzdroge Melange, auch kurz Spice genannt. Spice erhöht die Lebenserwartung. Spice erweitert das Bewusstsein. Spice ist unverzichtbar für die Raumfahrt. Ein neuer Krieg beginnt. Jedes der drei großen Häuser muss versuchen, die meisten Gebiete auf dem Planeten in seine Gewalt zu bekommen. Wer Arrakis beherrscht, beherrscht das Spice. Und wer das Spice beherrscht, beherrscht das Universum. Die Herrschaft des Hauses Corino ist zu Ende. Ein anderes Haus muss jetzt an seinen Platz. Ich bin Schaffler. Ich repräsentiere dabei die Interessen der Raumfahrergilde. Nach den Vereinbarungen der Großen Konvention wurde eine begrenzte Form der Kriegsführung gewählt, der sogenannte Krieg der Assassinen. Drei Gruppierungen haben die Kriegserklärung unterzeichnet. Haus Atreides, Haus Harkonnen und Haus Ordos. Die Regeln der Kriegsführung schreiben vor, dass formelle Absichtserklärungen abgegeben werden. Wer spricht für das Haus Atreides? Ich bin der Herzog Achillus von Arrakis. Von Arrakis? Das ist wirklich ein starkes Stück. Es scheint so, dass die Atreides immer noch an Größenwahn leiden. Ich habe gedacht, das wäre jetzt meine Sprechzeit. Baron? Ihr werdet auch noch zum Reden kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das Haus Atreides wird die Bedingungen der Großen Konvention einhalten. Unsere Absicht ist die Besetzung des Planeten Arrakis und die Beaufsichtigung der Spice-Produktion zum Wohle aller. Baron Rakan? Ich hatte gehofft, wir könnten diesen unerfreulichen Konflikt vermeiden. Meine Absicht war, über Zeichen des Friedens zu sprechen. Frieden? Wir haben oft genug den Verrat der Harkonnen ertragen. Während er von Frieden spricht, plant er den nächsten Krieg. Frieden ist Ehre und Frieden steht nicht zur Debatte.
warte. Was ist das für eine Kreatur? Ich spreche für die Executrix von Haus Ordos. Kann diese Executrix nicht für sich selbst sprechen? Wovor hat sie Angst? Sollten sie etwa Feiglinge sein? Wir sind die Executrix von Haus Ordos. Wir haben keine Angst. Wir werden uns den Regeln unterwerfen, die dieser Rat beschließt. Wir werden alle Konkurrenten ausschalten. Am Ende werden wir siegreich sein. Alle anderen Überlegungen sind trivial und unwichtig. Das bedeutet also Krieg. Wir werden Arrakis erobern. Wir kontrollieren dann das alles. Gar nicht kontrollieren. Das reicht. Nun steht fest, der Krieg der Assassinen hat begonnen. Der Krieg wird auf dem Planeten Arrakis begrenzt. Der Einsatz von Atomwaffen ist untersagt. Solange diese Regeln Beachtung finden, wird sich die Gilde nicht einmischen. Bedenkt jedoch alle, während des Konflikts und danach, ganz gleich wie er ausgeht, der Spice-Nachschub muss fließen. Dieser Kriegsrat ist beendet. Der Krieg hat begonnen. Er hat nie aufgehört. Arrakis ist der Mittelpunkt des Universums. Und wieder einmal muss sich das Rad drehen.